Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autophorie.de. Ihr habt uns Fragen zum neuen Porsche 718 Cayman S und normalen Cayman gestellt und die werden wir euch jetzt beantworten. Verkauft er sich besser als der Boxster oder der 911er? Grob gesagt teilen sich Boxster und Cayman eigentlich da so ungefähr eine Ziffer. Der 911er geht aber deutlich besser. Das beste bzw. das meistverkaufteste Auto von Porsche ist und bleibt aber der Macan. Welche Verbesserungen zeichnen den 718 Cayman aus? Die wesentlichen Verbesserungen beim Cayman im Vergleich zu seinem Vorgänger haben definitiv am Motor und am Fahrwerk stattgefunden. Das Ganze jetzt hier drin auszuführen, ist ein bisschen zu viel des Guten, denn wir haben das alles im Farbrecht für euch festgehalten. Link dazu unten in der Infobox. Kommt der Sound aus einem Aktuator? Nein, der Sound kommt nicht aus einem Aktuator. Trotzdem lautet meine Antwort jetzt einfach mal Jein, denn der eigentliche Sound des Cayman wird durch eine Membran nochmal verstärkt. Kann so ein Porsche-Feeling entstehen? Ich nehme mal an, dass mit so das Gesamte, was sich jetzt bei Porsche so verändert hat, gemeint ist. Das heißt, wir haben jetzt zwei Zylinder weniger etc. Und ich nehme an, dass es jetzt nicht nur auf den Sound bezogen ist. Meine Antwort bezieht sich trotzdem irgendwie auf den Sound, denn wir haben zwar das Design von Porsche, wir haben auch irgendwie noch das Feeling von Porsche. Wir haben natürlich ein verändertes Fahren, ja. Aber was mich vor allen Dingen am meisten stört, beziehungsweise das Einzige, was ich halt wirklich ein bisschen betrauere, ist, dass wir diesen Porsche-Sound jetzt einfach ein bisschen verloren haben. Hat der 718 Cayman viele Schalter in Klammer Klaviatur des Todes oder kommt man nach einer kurzen Eingewöhnung zurecht? Also so viele Schalter, finde ich, hat der Porsche Cayman jetzt eigentlich nicht. Wenn man sich da den alten Panamera zum Beispiel anschaut, dann kommen wir eher zur Klaviatur des Todes. Wobei das auch wieder eine ganz andere Geschichte ist. Hier gewöhnt man sich also sehr, sehr schnell dran. Wir haben aber auch gar nicht so viele Knöpfe. Hat er einen Heckspoiler? Ja, das hat er und das braucht er auch. Hat er einen adaptiven Tempomat? Ja, es gibt einen adaptiven Tempomaten im Cayman bzw. Cayman S, aber nur optional. Gibt es eine Hybridvariante? Nein, es gibt keine Hybridvariante des Cayman und ich muss mich auch ganz ehrlich fragen, warum sollte es auch eine Variante dazu geben? Und wenn ja, wenn das dann beschlossen werden würde, wo sollte das dann überhaupt eingebaut werden? Ist die Leistungsentfaltung ebenso linear wie beim 718 Boxster? Wir haben beim Cayman denselben Antrieb wie auch beim Boxster und sogar das Fahrwerk ist gleich. Dementsprechend lautet meine Antwort ja, natürlich. Lohnt es sich, den 718 Cayman statt einen 911er zu nehmen? Ob es sich lohnt, ist ehrlich gesagt eine bisschen schwierige Frage, denn es handelt sich ja hier um zwei völlig verschiedene Fahrzeuge. Wenn man auf so kleinen, wendigen Strecken ist, wie wir es heute sind, das heißt eine kleine, kurvenreiche Rennstrecke bevorzugt, dann macht der Cayman sicherlich mehr Sinn. Sollten in dieser Rennstrecke aber zum Beispiel längere Geraden sein, dass man auch mal ein bisschen Fullspeed geben möchte, dann muss man selbstverständlich den 911er wählen. Insgesamt ist das aber eine sehr schwierige Frage, denn allein das Budget und der Preis von diesen Fahrzeugen ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Cayman kostet nur die Hälfte im Vergleich zum 911er. Das war's schon mit euren Fragen zum 718 Cayman S. Ich hoffe, ich konnte sie alle beantworten. Falls nicht, knallt das einfach unten in die Kommentare und ich werde mein Bestes geben, die Antworten dann dementsprechend nachzuholen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt dem einen Daumen hoch. Lasst auch ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.